Hallo Leute! In diesem Video geht es um ein tapferes Mädchen, das wegen ihres äußeren Erscheinungsbildes von der eigenen Familie verstoßen wurde. Wenn du mehr solcher Videos sehen willst, abonniere jetzt unseren Kanal. Und wenn du in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtest, aktiviere außerdem die Benachrichtigungsglocke. Los geht's! Ein kleines Baby in China namens Primrose bekam nur wenige Monate nach ihrer Geburt eine Blutgerinnung in ihrem Kopf, unter der ihre Augen litten. Die Augen des Kindes färbten sich komplett silber und ihre Sehkraft schwand. In dieser Zeit wurden ebenfalls Hörprobleme diagnostiziert. Das arme Mädchen konnte also nicht nur schlecht sehen, auch ihr Gehör funktionierte nicht richtig. Die ersten 25 Monate ihres Lebens kämpfte sie immer wieder mit ihrem gesundheitlichen Zustand, bis endlich Besserung in Sicht war. Das Schlimmste aber war, dass ihre leiblichen Eltern sie nicht unterstützen wollten. Das kleine Mädchen wurde früh von ihrer Mutter abgestoßen und in ein Heim gebracht. Die schwerste Zeit seines Lebens verbrachte das arme Kind daher allein und völlig ungeliebt im Kinderheim. Es war keine leichte Zeit für Primrose. Auf der anderen Seite des Kontinents lebte die junge Mutter Erin ein sehr glückliches Leben mit ihrem Mann Chris und ihren zwei Kindern. Eines Tages scrollte Erin nichtsahnend die Timeline ihrer Facebook-Seite entlang, als sie plötzlich von der herzergreifenden Geschichte eines kleinen, ungeliebten Mädchens in China las. Es brach ihr das Herz und die Frau war der Meinung, dass das chinesische Mädchen ein besseres Leben verdiente. Also beschloss die junge Frau, gemeinsam mit ihrer Familie nach China zu reisen, um Primrose ein besseres Leben zu ermöglichen. Und auch wenn die erste Zeit mit ihrer neuen Tochter sehr hart war, steckte insbesondere Erin viel Liebe in die Beziehung zu Primrose. Denn das Mädchen soll wissen, dass es geliebt wird und ihre Mutter immer für sie da ist. Die Bilder, welche ihre Eltern gemeinsam mit ihr machen, zeigen ein fröhliches Kind, das sich wohlfühlt, das viele Fragen stellt und sich langsam von alledem erholt, was noch vor kurzem zu ihrem Alltag gehörte. Mittlerweile kann das Mädchen aus Flaschen trinken, ohne dass es aufgrund seiner schwachen Lunge nach Luft ringen muss. Im Kinderheim, wo sich niemand um sie gesorgt hatte, war diese alltägliche Handlung für Primrose kaum möglich gewesen. Laut Erin und Chris hat das arme Mädchen so lange in völliger Isolation gelebt, dass es ihm schwerfällt, jemandem zu vertrauen. Doch Schritt für Schritt öffnet sich Primrose immer mehr und akzeptiert langsam aber sicher die Liebe ihrer neuen Familie. Es besteht also Hoffnung, dass dem kleinen Mädchen eine rosige und glückliche Zukunft in seiner neuen, liebevollen Familie bevorsteht. Denn das vierköpfige Team ist jeden Tag aufs Neue bemüht und motiviert, das kleine Mädchen zu integrieren und zu unterstützen, wo immer es kann. Bis vor nicht allzu langer Zeit hatte Primrose nicht gewusst, wie schön es sein kann, von seiner großen Schwester geknuddelt zu werden und wie witzig es ist, wenn der große Bruder einen kitzelt. Primroses Reise auf dem Weg zu einem völlig gesunden Leben ist zwar immer noch nicht zu Ende, doch nun hat sie Eltern, die sie trösten und ihre Tränen trocknen und Geschwister, die ihre Hand halten, wenn sie Schmerzen hat. Doch das Wichtigste von allem ist, Primrose weiß, dass sie geliebt wird. Was hältst du von dem Thema Adoption? Wärst du dazu bereit, ein Kind in Not zu adoptieren? Schreib's mir jetzt in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann teile es mit deinen Freunden. Und wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.